Urdhva Padahasta Ekapada Viparita Shalabhasana ist eine Vorübung zur ganzen Heuschrecke. Ausgangsposition ist die Bauchlage. Von hier hebe das Becken hoch und unterstütze den linken Oberschenkel mit dem rechten Fuß. Dann falte die Hände hinter dem Rücken. Und du kannst dabei entweder die Hände am Gesäß oder Oberschenkel abstützen oder die Arme noch höher geben. Im Lauf der Zeit kannst du auch noch probieren, das Knie näher zum Bauch zu bringen, sodass die Hüfte noch höher ist. Also das untere Knie näher am Bauch. Und so kannst du die Hüfte noch höher haben. Und so entwickelst du noch mehr die Flexibilität im Rücken. Denn Urdhva Padahasta Ekapada Viparita Shalabhasana soll ja vor allen Dingen den unteren und mittleren Rücken vorbereiten auf die volle Heuschrecke Purna Shalabhasana.